Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja, wir sind wieder unterwegs hier und ja, ich habe jetzt gerade schon wieder ein bisschen weitergebaut und da oben steht ein kleiner Freund von mir, den werden wir heute mal ausnahmsweise nicht begrüßen oder sonstige Sachen. Ich hoffe einfach nur, er bleibt da oben. Andernfalls wird es ihm noch leid tun. Wir machen das Ganze erstmal wieder zu Tag, würde ich sagen. Damit der da oben in Ruhe verschwinden kann. Genau. Ihr seid mal bitte leise. Denn ja, ich habe jetzt schon wieder ein bisschen weitergebaut. Wie ihr hier sehen könnt, ist das Ganze jetzt ein bisschen, ja, breiter. Ich habe es auch schon ausgehöhlt. So sieht es jetzt momentan von innen aus. Slimes sind seitdem hier keine mehr gekommen. Macht aber dabei mal nix. Ja, es tropft schön. Boden ist drin. Von der Größe her weiß ich noch nicht, ob ich bei der Größe bleiben werde. Vielleicht gehe ich noch ein paar Blöcke in die Richtung. Aber ansonsten von der Breite her, glaube ich, dürfte das reichen. Machen werde ich so, dass ich hinten wahrscheinlich auch komplett Sandstein machen werde. In diese Richtung eine komplette Glasfront. Und an die Decke und so, damit es da aufhört zu tropfen, da werden wir uns noch was überlegen. Ja, ich werde jetzt hier dann ein bisschen weiterbauen und mir da ein paar Konzeptideen oder wie auch immer aussuchen oder mal bauen. Und wenn ich wieder was zu zeigen habe, dann werde ich euch das natürlich zeigen. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Denn der nächste Clip, der startet nämlich gleich jetzt. So, und da sind wir wieder zurück. Jetzt nach einem kleinen Teilchen des Prozesses. Ja, wie ihr hier seht, habe ich hier zwei verschiedene Muster momentan. Einmal befindet sich hier drüber, befindet sich momentan noch Sandstein. Den habe ich drüber gemacht, weil ich euch das gleich erzählen werde, warum. Hier befindet sich noch keiner, weil mir der Sandstein ausgegangen ist. Deswegen tropft ja auch das durch und das ist auch eben ein Problem. Das will ich nicht. Es sieht scheiße aus, dass sie in die Luft fliegen. Und wenn ich nichts drüber mache, also gar nichts rundherum, dann ist es zwar hell, aber es tropft. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich reiß dir die Half-Slabs wieder raus, die ich hier so geplant gehabt habe, reinzubauen. Und mache dafür eine ganze Decke drüber. Hier war ich dann anscheinend noch nicht so weit. Dafür mit der Besonderheit, da jetzt das, wenn man hier hochgeht und dann merkt, dass es schon wieder Nacht ist und man noch kurz schlafen sollte irgendwo, das machen wir am besten wieder hier. Unser Creeper steht oben übrigens immer noch da, finde ich nett von ihm, dass er sich da nicht immer aus dem Staub macht. Das Getreide ist schon wieder fast fertig, ist ja krass. Ja, man sieht ja von hier oben dann den Sandstein. Jetzt ist halt, es bestehen halt zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen das dann halt so und sagen, ja, hier ist halt Strand. Was eine Möglichkeit wäre, was wir vorerst auch wahrscheinlich machen werden. Aber was ich mir vielleicht überlegt habe, wir könnten auch einfach dann auf diesen Sandsteinebene einfach nochmal eine Ebene draufpacken. Und dann hier quasi noch ein kleines Strandhüttchen hinbauen. So ungefähr in der Größe, ein Stockwerk, kleines Dach drauf oder so. Und fertig. Könnte mit Sicherheit auch ganz geil ausschauen. Aber das wäre dann, wenn wir hier das hier fertig hätten, dann wäre das ein weiteres Projekt, das wir machen könnten. Momentan noch nicht erforderlich und von dem her auch nicht, ja, wird nicht gemacht. Ja, wie ihr gesehen habt, oder wie ich euch gesagt habe, mir ist der Sandstein ausgegangen. Ich weiß nicht, ob ich hier noch einen habe. Nein, ich habe nur noch Sand. Und ein Sandstein war toll. Das heißt, ich werde jetzt erstmal Sandstein farmen gehen, beziehungsweise nochmal oben schauen, ob wir noch mal haben. Und je nachdem, wie viel Sand wir haben, werde ich mir aus dem Sand Sandstein machen und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. What the fuck is going on? Ein Boot, das fliegen kann? Ist ja krass. Okay. So, und da sind wir wieder hier oben. Und ja, ich habe noch ein bisschen Sandstein gefunden. Ich habe auch noch ein bisschen Sand verwendet, 2 Stacks.
Und ja, ich möchte euch ab und zu immer so zeigen, ihr seht ja, ich habe diese Silk-Touch-Spitzhacke und deswegen bekomme ich hier zum Beispiel Redstone-Ore, also quasi die ganzen Blöcke. Eisen und Gold ist natürlich langweilig, weil das bekomme ich sowieso. Und Gold und da ich das quasi immer so abbaue, kann ich euch das dann quasi immer so ungefähr zeigen, was ich so erwirtschaftet habe, sagen wir mal. Wenn wir natürlich Höhlenexperimenttouren machen oder so, dann zeige ich euch das natürlich sowieso am Ende dann. Aber haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, sondern nur so durch jetzt quasi Graben von der Slime Farm und so ist das quasi nochmal alles hergegangen. Und ich habe mir gedacht, ab und zu zeige ich euch immer so, was ich hier so bekommen habe. Und weil ich das Zeug ja dann ohnehin mit Fortune abbaue, passt das Ganze ganz gut. Das heißt, wir packen uns unsere Fortune 3 Spitzhacke aus und hacken hier einfach mal ein bisschen durch. Und schauen, wie viel wir hier bekommen. Leveln können wir somit auch gleich noch. Also ideal. Und Kohle brauchen wir sowieso immer. Zack, und schon haben wir knappe 2 Stacks, schätze ich mal. Genau, und sind fast Level 6. Jetzt haben wir noch durch Redstone durch. Das brauchen wir natürlich ein bisschen öfters und es gibt auch einen Haufen Level, sehe ich gerade. Genau, also Kohle, sehr gut. Und Redstone haben wir auch wieder über einen Stack bekommen. Was natürlich auch sehr wichtig ist. Hier nebenbei brät gerade der große Stack Fleisch. Der soll da mal in Ruhe hinbraten. Momentan habe ich noch hier die 3 Steaks von der Kuh. Die reichen mir erstmal. Und ja, ich mache unten weiter und dann sehen wir uns da. So, und da sind wir wieder bei dem neuesten Clip hier aus der Let's Play Welt und ich habe wieder einen Haufen geschafft. Einmal sieht der Raum jetzt ziemlich clear aus. Ich habe jetzt hier einmal die Decke komplett geändert und hier seht ihr auch schon, warum ich eben ein anderes Haus darüber bauen möchte, denn ich möchte eine doppelte Decke haben, damit das aufhört zu tropfen. Oh, und hier seht ihr gerade ein bisschen Slime-Action. Und jetzt seht ihr auch, was ich nicht bedacht habe. F1. Die habe ich da immer noch lassen, damit die da nicht raus können. Eben aus so einem Grund hier. Und jetzt probieren wir es gerade mal, dass ich das Schild kaputt machen kann. Weil jetzt sterben sie nämlich alle da unten. Und zuerst war es so geplant gehabt, dass man quasi dann hier unten, die hier unten sind und dann eben schlägt. Aber da sie sich eben nicht stacken lassen, habe ich diese Konstellation schon von vornherein als Zweitmodifikation gewählt gehabt oder im Hintergrund gehabt. Denn somit sterben sie automatisch. Aber so ganz das Wahre ist es auch noch nicht. Ich werde das Ganze vielleicht noch ein bisschen ändern und dann sehen wir uns, wenn ich das geändert habe und dieses Teil hier geändert habe. Ich möchte nämlich hier gerne Glass Panes einsetzen. Ich glaube, das sieht geil aus, weil so sieht man fast gar nichts. Genau. Ansonsten finde ich, sieht es eigentlich schon relativ geil aus. Sandstein geht mir jetzt wieder bald aus. Die Wand habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich, wie gesagt, die vielleicht noch ein bisschen dahinter setzen möchte. Aber das sehen wir alles. Und zwar vielleicht in den nachfolgenden Clips. So, und da sind wir wieder und ja, ich habe jetzt einmal die Glass Panes eingebaut und das Ganze hier einmal erhöht und jetzt sollten sie eigentlich hier runterfallen und dann sollte hier eigentlich so viel Platz sein, dass sie sich quasi stacken lassen und dann muss ich nur noch hierher und dann zack, 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 bekomme ich alles. Hier habe ich noch eine kleine lustige Idee vielleicht, das vielleicht sogar funktionieren könnte. Das probieren wir mal aus. Ich habe ein bisschen ein zugemülltes Inventar, das gebe ich ausnahmsweise mal zu. Wir möchten gerne hier eine Druckplatte haben. Ich mache das Ganze mal hier jetzt ein bisschen auf, denn wir brauchen dann 2 Redstone-Torches. Einmal hier. Und wie genau ich das machen will, weiß ich dann noch nicht so ganz. Die Fackel muss weg. Denn von
da könnte man das Ganze machen. Genau, dann werden sie nämlich aus. So sollte das eh sein. Da sind sie. Die kommt dann nämlich hierher. Und jetzt weiß ich bloß noch nicht, ob sich das Ganze durch ein... Ah, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Scheiße. Bitte funktioniere. Oder machen sie einfach so. Nein, es geht nicht durch eine Stufe durch. Hätte mir eigentlich klar sein sollen. Warum das hier immer wieder verpackt ist, weiß ich auch nicht. So sollte es eigentlich ausschauen. Und sobald eben ein Slime drauf kommt, sollte es angehen. Weil ich finde, das sieht richtig geil aus so. Aber da es nicht durch einen Half-Slab bzw. Stufe durchgeht, bleibt mir nichts anderes übrig, als das so zu machen, wenn ich es denn so machen möchte. Ja. Aber so sieht es irgendwie scheiße aus. Ich kann es halt auch leider von nirgendwo anders powern. Das ist das Schlimme. Aber wie machen wir das jetzt? Ich könnte vielleicht hier noch das Ganze so machen. Dann wird es wenigstens noch halbwegs gut ausschauen. Aber dann würden die Stufen oben nicht mehr passen. Wir machen das Ganze jetzt erstmal hier auch so. Wir gehen mit dem Redstone-Signal hier rüber und dann hier drauf mit einer Torch. Genau, die Torch brauchen wir im Inventar, du Vogel. Und dann hier die Glossenlampe drauf und dann hier wieder Sandstein, hier wieder Sandstein und dort wieder Sandstein. Hier lassen wir mal noch kurz offen. Half Slabs. So. Wird gar nicht mal so schlecht ausschauen. Jetzt hat so auf dem ersten, zweiten, dritten und vierten Blick auch noch nicht. Aber das da oben passt jetzt nicht mehr. Wie wär's denn? Habe ich die Stufe bekommen? Ich glaube schon. Wenn wir hier auch einen Block hinsetzen. Und dann das entweder so lassen, was scheiße ausschaut. Oder eben dann noch so weggehen. Was auch scheiße ausschaut. Wie wär's mit einem Half-Slab. Sieht auch scheiße aus. Warum sieht denn heutzutage alles scheiße aus? Was wir noch probieren könnten, wäre einfach nur Glas. Dann hätten wir da oben quasi einfach nur einen Ring aus Glas. Das wird schon fast wieder besser ausschauen. Und jetzt habe ich Dummbeutelchen natürlich hier nicht zugemacht und somit hat es uns alles weggeschwimmt. So. Das kommt wieder weg, das kommt wieder her. Zack, 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 zu. So zu. So zu. Genau, und sobald jetzt hier was drauf liegt, ich kann es mal probieren, da irgendwie reinzutreffen. Ja, genau. Geht hier Licht an und wir wissen, dass ein Slime da ist. Und dann geht es wieder aus. Vielleicht sieht das hier sogar dann besser aus, wenn wir hier das wieder weglassen. Glaube aber nicht. Nee, ich finde, es sieht besser aus mit den Dingern an den Seiten. Ja, dann wirkt das Ganze wichtiger und im ja, irgendwas wichtiger halt einfach. ja, die müssen wir fast da lassen. Ah, nee, da will ich auf eine gehen. Ja, ich will sogar so gehen. Das heißt 3. 1, 2, 3. Genau. Ja, ich glaube, das könnte so eigentlich ganz gut hinhauen. Wie gesagt, den Raum werde ich jetzt noch ein bisschen in die Richtung vergrößern. Mindestens um 2 Blöcke, würde ich sagen. Maximal aber 3.
Genau. So, und bei einem weiteren Kurzclip zeige ich euch, dass das Ganze wunderbar aussieht und wunderbar funktioniert. Das einzige Lustige ist, oder ich weiß noch nicht, ob ich es beheben werde oder ob es überhaupt behebbar wäre, dass es manchmal ausgeht, aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. So blinkt es ein bisschen und ist, ja, ist nochmal mehr signalisierend. Behebungsmöglichkeit hätte ich mir gedacht, wäre vielleicht, wenn man hier da rein einen Wasserblock setzt, aber weil ich mir da nicht sicher bin, ob sie da nicht hochschwimmen können oder dann eben ertrinken. Aber so ist es eigentlich okay. Den Raum habe ich jetzt nochmal um 2 erweitert. Ich schätze, das wird auch so bleiben. Also 3 will ich eigentlich nicht gehen. Das habe ich auch schon so weit gemacht. Jetzt ist mir leider nur kompletter Sandstein ausgegangen. Nur noch ein paar Sandsteinstufen habe ich. Und Alter, ist das hier drüben nervig laut. Wobei ich mich jetzt hier eben allerdings frage, ist, warum so wenig Slimes hier da sind. Und deswegen habe ich mir gedacht, schauen wir nochmal kurz runter. Vielleicht stimmt da schon wieder was nicht. Und wie immer ist irgendwie, wenn wir hier hochkommen, finstere Nacht. Und jetzt muss ich dann bald mal wieder das Getreide ernten. Es kommt zu gar nichts hier. Wir schauen jetzt auf alle Fälle erstmal kurz runter. Denn wir waren jetzt schon lange nicht mehr unten und wissen auch gar nicht, ob das ganze System hier überhaupt funktioniert. So wie wir uns das hier vorgestellt haben. Schaut aber gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt müssen wir bloß mal schauen und warten und hoffen, dass die hier sterben. Wenn der Große nicht stirbt, dann gibt es ein Problem. Aber normalerweise sollte der drauf gehen. Ja. Der ist am Sterben. Dann müsste es nur noch der Mittlere sterben. Der Große ist jetzt gestorben. So wie es angehört hat, genau. Dann müssen jetzt noch der Mittlere sterben. Warum stirbt er nicht? Okay, jetzt ist nur der Vordere gestorben. Das heißt, das liegt dann daran, weil hier anscheinend Freiraum ist, wo sie immer Luft bekommen. Das ist nicht gut. Aber der scheint jetzt ja auch gestorben zu sein. Also vielleicht sterben die dann ganz von alleine irgendwann mal. Hoffe ich zumindest. Andernfalls müssten wir das Ganze nochmal um 1 tiefer setzen, was eigentlich rein theoretisch auch kein Problem wäre. Aber ich denke, wenn hier neue Slimes nachkommen, dann dürfte der eigentlich dadurch sterben. Und somit auch kein Problem sein. Aber falls wir mal Zeit haben und so und sich das hier noch größer stauen sollte, dann machen wir das definitiv so. Ja, wenn ich nämlich hier in der Ecke stehe, dann müsste er normalerweise hierher kommen und dann müsste er normalerweise im tiefen Wasser sein und dann dürfte er normalerweise sterben. Und stirb, genau. Also, wenn wir mal Zeit haben und so, dann könnten wir das mal ganz einfach nur unten quasi die Leiter nochmal eins nach unten setzen, alles nach unten setzen, eins. Und einfach die Schicht Wasser quasi unten dadurch dazu tun. Schauen wir mal, dass der noch reingeht, genau. Aber so im Großen und Ganzen funktioniert der ganze Shit hier. Die Wasserquelle können wir mal zumachen. Dann haben wir gleich wieder hier ein bisschen mehr Spawning Space. Hier ist voll wie immer. Dann irgendwann nehmen wir das mal mit, versprochen. Jetzt gehen wir mal wieder nach oben. Und schauen mal, jetzt müssten ja eigentlich ein Haufen da sein. Hoffe ich zumindest. Also 5, 6, 7, sowas dürften schon oben sein. Normalerweise. Hoffen wir es mal. So. Hier raus. An den lauten Geräuschen vorbei und hier rein. Ja, also ihr seht, hier sind auf alle Fälle ein paar. 11, soweit ich das hier beurteilen kann, je nachdem wie man da steht, ist ein bisschen schwer zu sehen. Dann schauen wir mal, wie gut das funktioniert hier. Jetzt haben wir momentan 2 Slimebälle. Dann hauen wir einfach mal drauf.
Wunderbar, und wir sind bei 13. Also ich würde sagen, das ganze System hier funktioniert definitiv. Fuck, gut genug. Und hier können wir keine Kiste einbauen. Ich wollte eigentlich hier eine versenkte Kiste einbauen, aber dann würde man unten das Durchschauen sehen. Das finde ich sehr geil, dass man die hier vorbeifliegen fahren sieht. Und leider wollte ich irgendwie... Da gab es doch so, ich weiß gar nicht, Video Settings, Graphic Fancy, Fast, ich weiß nicht. Müssen wir so. Ja, ein bisschen mehr sieht man. Ja, das ist jetzt halt ohne irgendwie die ganzen... Und da war, aber was sind das jetzt gleich nochmal für Texturen oder... Ne, was ändert das Teil? Ich weiß es gar nicht. Irgendwas an den Blättern auch. Ich glaube, das macht die ganzen Blätter buschiger. Was ich allerdings nicht so geil finde. Jetzt haben wir nirgendwo einen Baum. Da oben habe ich aber vorhin gesehen gehabt. Ah, hier ist noch Kohle. Da unten ist auch noch Kohle. Die werden wir uns noch kurz rausholen. Ah, ist eh nicht viel. Dann ist also unsere Technik für unseren kleinen Swimmingpool unten. Ich hätte schwören können, dass wir die damals schon mitgenommen haben. Weil hier waren wir ja schon mal so kurz im Vorbeigehen. Und ich brauche wieder was zu essen, sehe ich gerade. Mein Fleisch ist gerade noch oben. Dann muss ich demnächst mal holen. Dann haben wir das. So, und wie wir jetzt hier sehen können, an dem Baum. Hier hinten, glaube ich, dürfte auch einer sein. Damit wir nicht zu weit weggehen. Autsch. Ein Ei. Brauchen wir aber nicht. Genau, der hat jetzt so ganz komische Leaves. Wenn wir das Ganze jetzt wieder zurückstellen auf Fancy, finde ich, sieht das Ganze geiler aus. Ups. So nicht. Jetzt muss ich wieder alles laden. So finde ich, sieht es geil aus und deswegen lassen wir das auch so. Von hier oben sieht man eigentlich noch nicht recht viel. Also von der Unterwasser-Slime-Station, würde ich sagen. Also ist noch relativ übersichtlich und dunkel. Aber wenn wir hier dann ein kleines Holzhaus drüber bauen oder so, das dürfte eigentlich ganz okay sein. Ich würde sogar sagen, dass wir das Holzhaus so bauen, dass hier quasi ein kleiner, so, keine Ahnung, 3 tief und was weiß ich, 5, 6 Blöcke breit ist. Dann können wir nämlich hier mit dem Boot reinfahren, dann können wir das gleich als Bootshaus verwenden und dann halt einen kleinen Eingang nach unten haben, zur Slimefarm und dann halt einen kleinen Ausgang über Brücke oder so, hier zu der ganzen Tierfarm und zur Getreidezuchtfarm. Könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, so. Genau. Sind wir wieder und es haben sich wieder 3 Slimes zu uns gesellt. Das finde ich sehr schön von euch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr seht, ich habe hier noch 2, also das Ganze gespiegelt hier integriert. Die Kisten jetzt halt auch von unten mit Sandstein. Die ganze Wand und hier alles mit Sandstein ausgekleidet. Noch habe ich keine weiteren Structures hinzugefügt. Mal schauen, werde ich das machen, wenn wir dann die Hütte da drüber haben oder vielleicht irgendwann anders noch ein paar einzelne Streben oder einen Seiten vielleicht mit Stufen nochmal hier quasi. Aber das ist für heute eigentlich nicht mehr angesagt, würde ich sagen. Ja, so einer bin ich.
Wir werden jetzt noch eben den Eingang der Weimar nach da setzen. Fackel links und rechts. Hier werden wir das Ganze spiegeln, das passt. Hier haben wir das Ganze auch schon gespiegelt. Dann machen wir das dann noch so und so. In der Mitte. Und dann passt das hier. Und dann brauchen wir noch einen Sandstein. Den hauen wir dann daher. Ich hasse diese scheiß Spitzhacke. Die ist viel zu schnell. Aber wie ihr beim Sandschaufeln gesehen habt, auf jeden Fall sehr effektiv. Ein bisschen zu effektiv. Hin und wieder mal, aber... wollen wir uns jetzt mal nicht beschweren. So, nee. Kommt ein ganz normaler Sandblock hin. Genau. Dürfte vorerst mal reichen. Genau. Und dann haben wir das soweit hier alles geklärt. Setzen wir mal den da noch hin. Und ja, ich würde sagen, wir schlachten jetzt hier noch kurz die ganzen Viecher, die hier ausgekommen sind. Kommt schon, sterbt. Sterbt und gibt mir eure Sachen. So. Dann haben wir uns nochmal ins Deck rein. Und breeden nochmal hier ein bisschen. Dann haben wir jetzt noch die ganzen Eier. Genau. Hier geht eh schon nichts mehr. Dann machen wir das Ganze noch bei den Kühen. Auch nichts mehr. Aber wir können noch mal von außen hier entlang gehen. Und hier geht meistens noch bei den Schweinen was. Schweine werden richtig mit Tierschutz und allem gezüchtet und gehalten, versteht sich doch noch selbst. Und schon wieder sind zwei kleine Babykühe da drin. Ups, gespawnt. Das habe ich eigentlich nicht so gern, aber naja, kann man nichts dagegen tun. Das heißt, die Getreide legen wir wieder hier rein. Und dieses Getreide werden wir bei der nächsten Session wieder ernten. Dann hoffe ich, ist auch noch mal ein bisschen mehr gewachsen. Für die heutige Aufnahme würde ich sagen, reicht das erstmal wieder. Wir haben wieder ziemlich viel eigentlich geschafft. Wir sind jetzt hier soweit, dass wir unsere Slime-Butze endlich mal hier nach oben verlegt haben und den Eingang hier eigentlich verschließen können. Vielleicht unten irgendwann mal noch das System unten ein bisschen verfeinern. Aber ich würde sagen, die Starter hat hier passt. Und ja. Dann können wir eigentlich uns daran machen, hier ein Haus darüber zu setzen. Und hier halt dann noch den Eingang ein bisschen schöner und so zu machen. Ich denke sogar, dass wir dieses Bootshaus hier relativ bald machen werden. Aber das sehen wir ja dann eh. So, ich würde sagen, ich beende die Aufnahmesession hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Hodenkrebscreme sagt Servus. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.